Moinsen Jungs und Mädels und herzlich willkommen zurück im Grundkurs Gaming und zu Battletech. Wir sind immer noch auf Girondas oder im Orbit von Girondas. Wir werden uns da gleich mal runterstürzen mit einer Lanze, denn wir wollen noch ein paar Piraten hier zur Schnecke machen, eine Basis einnehmen. Denn die Vereinigten Sonnen vermuten schon seit langem, dass sich eine geheime Forschungsbasis der Piraten im Girondas-System verbirgt. Aber jetzt wissen sie endlich, wo sie sich befinden könnte. Sie brauchen deshalb einige tapfere und nicht zu uns zurückverfolgbare Söldner, um die Basis einzunehmen und eine Landezone zu sichern und das wissenschaftliche Personal dort zu evakuieren. Ja, Commander, glaubhafte Abschreitbarkeit ist unsere Spezialität. Das ist super. Wir haben Geld. Wir brauchen auch nicht mehr so viel Geld in der Folge, denke ich. Also in der Folge dieser Kampagne. Deswegen gehen wir hier mal ruhig auf Schrott bei 4 Totenschädeln. Könnte sich das tatsächlich lohnen? Wie viel? 300.000, wenn wir ein bisschen weniger Schrott nehmen. Das ist immerhin eine Monatsmiete. Ja, wisst ihr was? Dann nehmen wir nur 3 Schrott. Das dürfte wohl auch passen. So, und dann lassen wir Stitch heute mal raus. Thunderbolt auch weg damit. Daditz darf die Lanze anführen und Patriot wird hier im Grasshopper hinterher hirscheln. Ach, wisst ihr aber, was ich noch machen werde, bevor ich es wieder vergesse? Nicht, dass ich es beim letzten Mal vergessen hätte. Das wollte ich jetzt nicht sagen. Wir das auch mal gemacht. Sehr schön. So, das Ganze wird in der Wüste stattfinden. Das heißt, wäre der Thunderbolt ein bisschen überfordert hitzetechnisch. Na, deswegen stellen wir die Lanze einfach so zusammen. Da haben wir, glaube ich, ganz gute Chancen, das zu überleben. So, einmal Forschungsstation der Piraten einnehmen. Die 4 Totenschädel werden sich, denke ich, auf 2 Lanzen verteilen. Command Interface initiated. Deswegen habe ich da auch nicht den vollen Schrott genommen. So, wir sind hier, um die Forschungsstation der Piraten einzunehmen. Verlegen wir unsere Streitkräfte zu einer Position, von der aus wir die Feindbewegungen besser beobachten und Sichtkontakt zur Einrichtung herstellen können. Da oder wo, damit wir die Forschungsbasis super sehen können. Eliminieren Sie den Feind und übernehmen Sie die Kontrolle über das Gebiet, Commander. So, damn. Das können wir machen. And I forgot my beach chair. Das ist natürlich schade. Ich würde wirklich gerne, ne, das wäre so toll, wenn man sehen könnte, wer hier irgendwie was sagt. Und wenn die auch in den Missionen ein bisschen mehr einfach quatschen würden. Das wäre klasse. Aber dafür hat das Budget nicht gereicht, denke ich. Ich mache einen kurzen Screenshot und dann schauen wir uns mal genauer um. So. Hier haben wir Bäume. Immerhin. Hier haben wir einen furchtbar hohen Felsen, auf dem wir uns zum Nord zurückziehen können. Aber hier, die Bäume sind für unsere Nahkämpfer, glaube ich, ganz gut. Ne? Unsere Fernkämpfer können wir vielleicht auf den Felsen, weiß ich nicht. Die können wir auch hier irgendwie parken. Ne? Hier oben haben wir auch noch ein paar Bäume. Mal gucken, wir werden erstmal dieses Waldgebiet hier ansteuern. Da haben wir auch Deckung auf jeden Fall, können da sehr gut gedeckt hingelangen. Move order received. Und wenn dann zwischendurch irgendwas unerwartet früh vor dem Mech laufen sollte, on the move, haben wir hier genügend Möglichkeiten, in ziemlich gute Deckung auszuweichen. Copy that.
Hostile on sensors. Da spielen doch Türme mit. Ah, ich dachte, hier spielen gar keine Türme mit. Roger. So, MacMike habe ich hier. Den können wir einfach hier hinterparken. On my way. Und Steelhawk leider ein bisschen langsam unterwegs hier. Heading out. Ja, der Highlander ist halt ein kleines bisschen schwerer, sage ich mal. Okay, es spielen doch Türme mit. Sieht man die irgendwie? Kann man die erahnen? Nee. Ich vermute mal, dann werden hier hinten noch zwei weitere sein. Standing by. So, dann ist jetzt nur die interessante Frage, wie schwer seid ihr? So, dann lassen wir das jetzt einfach mal nach hier rüber springen. Mit einer Bewegung. Ah doch, wir würden es auch mit einer Bewegung hinkriegen. Ja, da ist noch einer. Da ist auch noch einer, okay. Schreitergeschützturm, der muss weg. So, mal sehen, vielleicht treffen diesmal alle Laser, dass wir den ausschalten können direkt. Das sieht gut aus. Hell yes. Na also. Target destroyed. Geht doch. What's up, boss? Aber wir können nicht beides machen scheinbar. Ist direkt ein bisschen schade. Ja, dann springen wir vielleicht hier einfach hinter diesen Felsen, ne? Dann sind wir von da geschützt und von da. Nicht, dass sie jetzt eine direkte Sichtlinie hätten, aber... So, wir können leider nur mit den M-Lasern feuern. Das sind nur 125 Punkte. Locked on target. So, dann sind noch 132 Punkte übrig und das sollte Mike auf jeden Fall schaffen können. Mit PPKs und AK-2s und so. Time to unload. Der Scharfschützen-Geschützturm hier ausgestattet. That turret is gone. Need something, Chief? So, Steelhawk bekommt hier keine Sichtlinie. Dann lassen wir den einfach in den Wald sprinten. Copy that, full speed. So, und die Türme haben nicht gesensorlockt und gar nichts. Commander. Ja, finde ich okay. Wir rücken hier einfach ein bisschen weiter vor. Ne, hier schützt uns die Basis vor dem Turm. Here it comes. Turret destroyed. So, der hat da jetzt auch direkt zerlegt. Jetzt können wir hier wahrscheinlich relativ langsam vorrücken. Ja, sehr gut, die Forschungseinrichtung sollte jetzt direkt in Ihrem Blickfeld sein. Passen Sie auf weitere Streitkräfte auf. Wir haben Berichte über zusätzliche Einheiten im Gebiet, die sich auf der Basis, bei der Basis neu gruppieren. Rechnen Sie mit Feindkontakt. Immer. Herr Commander, ein Wort der Warnung. Uns liegen Berichte über Geschützstellungen zur Verteidigung dieser Basis vor. Echt? Schütztürme, Boss, passen Sie auf, die könnten aktiv sein. Was würde ich nur ohne ihn machen?
Standing by. Roger. So, irgendwie müssen wir Steelhawk aber doch in eine bessere Position bringen. Na, das ist... Standing by. Wie soll ich sagen? Recht behäbig. So, haben wir denn schon irgendwo... Waiting for orders. Verstärkung oder sowas auf dem Schirm. Copy that. Irgendwie noch nicht. Mal sehen, ob es Patriot hier drüben was sieht. Was bist denn? Ein LSR-Geschützturm. Und dann wurden wir noch nicht gesensorlockt vorhin von dem anderen Geschützturm, auf das wir hier von dem Ding zerlegt werden. Da können wir mal wieder von Glück reden. So, 107 Punkte sind es noch. Ich werde auf Nummer sicher gehen, auf jeden Fall. Und eine volle Breitseite draufballern. 120 Punkte aus zwei Werfern hätten auch gereicht, vermutlich. Aber nachher hat das Ding irgendwie noch einen Punkt über und so. One less turret. Patriot fängt sich einen Kopftreffer, Cockpit-Treffer oder sowas. Das wäre nicht so cool. So, dann hopsen wir mal ein bisschen. Up high. Up high. Noch keine weiteren Gegner zu sehen, tatsächlich. So, von hier oben müssten wir eigentlich ganz gut sehen können, ne? On my way. Heads up, Commander. So, jetzt haben wir feinen Kontakt von der Rechtskombi. Okay. Und von vorne zu, ein 95er. Da ist ein Hund. Okay, cool. Vielleicht hätte ich doch ein bisschen mehr Schrott nehmen sollen. Wir halten uns ja erstmal vor dem zurück. Hat sich einer von den beiden jetzt bewegt? Irgendwie nicht so richtig, ne? Commander? So, Steelhawk wird hier nichts sehen, ne. Receiving you. So, mit wem wollen wir denn anfangen? Mit dem 95-Tonner potenziell, ne? Wenn wir uns hier rauswagen, werden wir dann sofort auf die Hörner genommen. Here we go. Du bist ein Banshee? Okay, also... Dahinter ist noch 85 Tonner. Da kommt noch ein 75 Tonner hinterher. Er hat 350 Punkte im Center Torso. Boah, soll ich ja lieber auf den Kopf gehen? 150 Punkte, 20% mehr brauchen wir irgendwie. Also ein Viertel mehr Punkte, also nochmal 90 Punkte mehr. 450 Punkte kriegen wir zusammen. Ein Stalker. Oh. Ich hätte mehr Schrott nehmen sollen, ne? Das wird dann gleich eine ganz schwierige Entscheidung, was ich hier mitnehme an Schrott und was yes, nicht. Commander. Okay, Patriot kommt noch nicht ran. Receiving you.
AK-5 und Gauss-Geschütz, alles andere ist noch so ein bisschen. Let's do this! So, es sind nur noch 230 Punkte im Center Torso. Giving them everything I've got. Ist rausgeschützt, leider in den seitlichen Torso gegangen. Da kommt der 100 Tonner Atlas, ja. Damit war zu rechnen. Jetzt wird's ungemütlich. Noch 124 Punkte. Das Ding hat sich noch keinen Millimeter bewegt. Receiving you. Wie schießen wir denn von hier aus? Das sind immerhin auch 90. Er ist ein was? Elite-Stürmer. Elite-Scharmützler. Elite-Vorreiter. Das hört sich alles nicht so super defensiv an. Confirm. Good to go. 105 Punkte, das ist sehr knapp, zumal Patriot auch gar nicht rankommt. Was ist denn hier drüben los? Ein Landungsschiff befindet sich im Anflug. Wo kommt das denn her? Ich glaube, wir brauchen hier einen Sprung, um uns noch ein bisschen verschanzen zu können. Let's go. Orion haben wir da drüben, okay. So, die anderen sind alle erst in Phase 1 dran, das heißt, wir können jetzt hier gerade wenigstens so ein kleines bisschen machen, was wir wollen. Wir müssen natürlich aufpassen. Dass wir uns hier nicht zu sehr exponieren tatsächlich dabei. Jumping. Da müssen wir den Highlander hier ein bisschen als Ziel anbieten, denke ich. Er hat noch überlebt. Wieso hat denn der noch überlebt? Noch 25 Punkte im Center Torso. Yes, Commander. Eine feine Sache, das. Ja, da werden wir wohl noch mal, ja, ohne Multitarget.
einfach alles auf ihn draufballern. Habe ich das richtige Ziel? Whatever you say, boss. Und schon mehr Center Torso. Gibt's doch gar nicht. Reporting critical hit. Yes, Commander. Kann doch echt nicht wahr sein. So, aber der muss halt sterben, ne? Dann führt jetzt gar kein Weg vorbei. Noch. Ah, die Punkte würde ich mir gerne für einen Headshot aufheben eigentlich. Deswegen versuchen wir das einfach mal so. Target neutralized. Das baut natürlich eine Menge Hitze auf, aber wir können uns gleich ein bisschen zurückziehen, hoffe ich. So, da kommt der Stalker. Der hält es nicht mal für möglich. Sich in Deckung zu stellen. Oh, I hate these guys. Ja, kann ich verstehen. Good to go. Das sah echt schmerzhaft aus. So, wir gehen hier mal ein bisschen nach vorne. Position confirmed. Targeting for an Alpha Strike. Kein Kopftreffer dabei, war super schwer zu sehen beim Stalker. So, da kommt der Atlas. Boah, Alter. Eternal structure death. Mess him up. Mess him up good. Ist hier irgendwas Cooles drin? Ne, im rechten Arm sind zum Glück noch ein paar M-Laser. Hier haben wir Doppelwärmetauscher drin allerdings. Commander? So, den müssen wir jetzt hier ein bisschen legen, ne? Wir tun einfach mal so, als wenn wir hier mega bedrohlich wären. Engaging Jump Jets. Waren zwei Kopftreffer auf jeden Fall dabei. Oh, sogar drei, wie es aussieht. So, da müssen wir gleich mal dafür sorgen, dass wir ein bisschen Deckung bekommen, ne? Besonders mit Dadels. Fünf Punkte noch. So, da ist jetzt eine interessante Frage. Wer hat denn hier mehr Geschütze? Das sind eine Menge Raketen. Jumping. So, ich hoffe, wir können den Stalker jetzt irgendwie legen. Wir brauchen nur
einen einzigen Kopftreffer noch. Da ist er. That one's gone. Sehr gut. Good to go. Sure, no problem. Standing by. So, der Atlas ist ein bisschen heiß gelaufen. Aber das war's auch schon mit den guten Nachrichten. Orders. So ein bisschen ausweichen ab. Ready for orders. Haben wir eine Chance, den von der Seite zu erwischen irgendwie? Ja. So, der hat ja eine AK-20 drin, denke ich mal, ne? Ja, hat er. Wo sitzen die? Wahrscheinlich im rechten Arm eher. Im linken sitzt die LSR, ja genau, und rechts im Torso sitzt die AK-20. Let's see how you like this. So, wenn wir den so ein bisschen entwaffnen könnten, dann wäre ich überhaupt nicht sauer. Receiving you. Hier oben sind wir dann dem Orion so ein bisschen ausgeliefert, leider. Ich komme auch nicht so ran, dass hier die leichten Laser zum Tragen kommen würden. Vielleicht können wir den Orion ausschalten. Vielleicht auch nicht. Wir gucken erstmal, was wir hier von der Seite bewirken können. Firing a full salvo. Solid connection on that one. So, LSR 20 gecrittet. Und? Good to go. Er liegt fast. So, jetzt wird's spannend. Copy that. Eats. Roger that. Okay, Kopf nicht solid getroffen. Connection on that one. Aber zwei Verletzungen schon. Ja, aber der wird 5-6 Lebenspunkte oder sowas haben. What's up, boss? Ja, wir versuchen mal
bisschen hitzeneutral zu bleiben wenigstens. Moving to position. Locked on. Aber ein Kopftreffer. Oh, sein Center Torso ist schon ganz schön im Eimer. Damit habe ich beim Atlas jetzt nicht unbedingt gerechnet. Okay, da jetzt ist genug gesprungen, um den Atlas da nervös zu machen. Das ist sehr gut. So, weit hat er sich nicht bewegt. How's it going? Und das eröffnet Steelhawk einen wunderbaren Schuss, würde ich sagen. Es kann natürlich sein, dass wir den Atlas jetzt damit komplett abräumen. Weil wir hier einfach von der falschen Seite drauf schießen. Ich kann den hier halt nicht ewig rumrennen lassen, ne? Ja, na okay. Enemy down. Show me your war. Das habe ich befürchtet. Ach Mist. Hätte ich vielleicht vorsichtiger sein können. Light damage, Commander. Und vielleicht eher Patriot von der anderen Seite draufballern lassen sollen. Vielleicht auch nicht. Firing all weapons. Commander. Roger that. Standing by. Roger that. Mal gucken. Relativ heiß sind wir. Ah, läuft aber. All weapons are go. Das war immerhin ein Kopftreffer. Ja, ich vermute mal, Atlas, also Atlanten, Atlasse werden uns in nächster Zeit noch ein bisschen öfter begegnen. On it. Den Orion hier müssen wir auch nicht unbedingt heilen lassen. Ja, Landungsschiff im Landeanflug, schnell rein und wieder raus. Schnell rein und wieder raus. Okay, wir steigen kurz ins Landungsschiff ein, springen dann wieder raus, kein Problem. Wir haben die Forschungsbasis unter unsere Kontrolle gebracht, Commander. Achso, ah, wir haben da Leute abgesetzt, deswegen rein und wieder raus. Wir können jetzt die Evakuierungsschiffe schicken, um sie und die Wissenschaftler da rauszuholen. Durchhalten, Commander, ich denke, Davian wird sich über das Ergebnis freuen. Mission successful. Na, wahrscheinlich hätte ich beim Atlas doch eher Patriot rangehen lassen sollen. Na, ich weiß auch nicht. So, 330.000 haben wir bekommen. Haben jetzt natürlich die großartige Auswahl beim Schrott. Ich will auf jeden Fall ein Atlas-Teil mitnehmen. Und dann nehmen wir zwei Stalker-Teile mit. Und wir haben noch das dritte Stalker-Teil bekommen. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Ja, beim Orion hätte uns auch noch ein Teil gefehlt, der wäre für Stitch ganz interessant gewesen.
habe ich meine Atlas und Stalker natürlich deutlich interessanter. Wir fliegen als nächstes, glaube ich, 11 Tage, ne? Wir müssen dann erstmal Mech reparieren. Das hier sind, glaube ich, alles Aufträge gegen das Taurianische Konkordat. Die wollte ich ja nicht mehr machen. Und hier kämpfen wir gegen Piraten. 4,5 Atlas-Schädel. Und 2 schwer bewaffnete Lanzen. Das wird hart. Ja, mal gucken. Vielleicht ist da wieder ein Atlas dabei oder sowas. Das wird auf jeden Fall eine ganz krasse Nummer. Da fliegen wir 11 Tage hin. Das heißt, so richtig viel Zeit haben wir nicht, um hier umzubauen. Ich schätze mal, der Orion, ne, der hat eigentlich alle Hardpoints soweit besetzt. Der läuft kühl. Da brauchen wir einfach nichts mehr wechseln, glaube ich. So, wir haben noch 9 Doppelwärmetauscher dabei. Der Highlander läuft, glaube ich, auch kühl genug. Ja, der hat hier einen Doppelwärmetauscher drin. Macht einen Punkt Hitze. Der Orion ist, glaube ich, auch ganz gut versorgt. Ja, der hat echt am wenigsten Hitzeprobleme, auch wenn er immer 6 Überhitze macht. Aber dadurch, dass er halt irgendwo hinterm Berg rumgurkt und so, ist bei dem eigentlich auch alles super cool. Da müssen wir, glaube ich, auch nichts weiter machen. Können wir auch gar nicht, ne? Wir sind da schon mit der Kühlung von der Tonnage her Maximum. Wir könnten höchstens das, wie heißt das, das Zielfindungssystem. Zielverfolgungssystem heißt es, glaube ich, ne? Ja, hier, da steht es auch, Zielverfolgungssystem. Oder Ziel- und Verfolgungssystem. Konnten wir wieder rausreißen, dafür ein bisschen mehr Kühlung, aber ich mag das eigentlich. Ne? Dadurch schießen wir wunderschön präzise. So, den Grasshopper. Da hätte Daniel gerne noch 5 zusätzliche Doppelwärmetauscher eingebaut. Das kriegen wir nicht hin bis zum nächsten Mal auf jeden Fall. Müssen wir mal gucken, wie wir das am besten machen. Weil mit dem Umbau werde ich dann beim nächsten Mal einen Angriff nehmen. Ja, wir müssen das irgendwie etappenweise hinkriegen. Geht nicht anders. Und beim Thunderbolt würde ich vermuten, sieht es ganz genauso aus. Wir werden einen Tag für die Reparatur brauchen, denke ich, und dann haben wir hier noch 5 Tage pro Mech für Umbauarbeiten. Also da können wir schon ein bisschen was schaffen. Müssen wir mal gucken. Ich glaube, ich krieg's auch von der Hitze her nicht vernünftig hin, hier die L-Laser rauszuballern und dann hier noch 2 M-Laser reinzuhauen. Das muss ich noch mal in Ruhe durchrechnen irgendwie. +3 plus 15 Punkte könnten wir da hinkriegen. 85 Punkte Wärmeableitung wären das dann. Im Moment 56, 24 dazu sind 79. Doch, das würde vielleicht sogar echt hinhauen. Aber da brauchen wir halt Unmengen von Wärmetauschern, von Doppelwärmetauschern. Muss ich mal gucken. Ich werde mir das zwischen den Folgen nochmal angucken.
Wir werden mal schauen, was sich da machen lässt. Das kann man ja schreiben, ob wir am Orion hier noch irgendwas machen müssen. Kann ja sein. Ich glaube nicht, aber kann sein. Deswegen repariere ich den mal noch nicht. Und hatten wir im Laden hier noch irgendwas? Ich glaube nicht. Ne? Ich glaube, hier gab es gar nichts schon wieder. PPK mit plus 5 Schaden. Ja, Schwarzmarkt gibt es nicht. Dann sieht das nächste System wenigstens irgendwie cool aus? Nee, auch nicht, ne? Nee, da gibt es gar nichts. Ja gut. Dann ist das erstmal so. Für heute war es das auf jeden Fall, Jungs und Mädels. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dann. Ciao.